So, hallo, ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Ich bin zu blöd zum Aufnehmen. Ich habe nach einer halben Stunde gemerkt, dass ich kein Bild aufnehme. Falls ihr euch das Hörbuch anhören wollt, wie ich mich freue über alle Sachen, die ich sammle und alles gut läuft, hört euch gerne das Hörbuch an nach einer guten halben Stunde. Ich meine, ihr könnt es ja unten am Dings erkennen, wo es losgeht. Ich werd auch ziemlich sicher in die Beschreibung packen, genau die Stelle, wo dann ab da das Bild ist. Na, werde ich in die Beschreibung packen. Ich fasse es einfach nicht. Jedenfalls, nach einer halben Stunde ungefähr habe ich gemerkt, dass ich ohne Bild aufnehme. Die letzten 20 Minuten habt ihr dann Bild. Viel Spaß beim Part. Und sorry. So, hallo. Nach dem Zusammenfassungspart gestern. Jetzt mein letzter Part, in dem wir uns mit ihm hier versuchen. Ich meine, wir müssen uns ja nicht ewig an einem Charakter aufhalten. Wir haben so viele Charakter noch zu sehen. Und wenn es jetzt halt noch nicht klappt mit dem Greeter Mode, dann ist es halt einfach so. Ich habe es ja hier bei Kane, habe ich es ja auch erstmal gelassen, da allerdings aus einem anderen Grund. Und bei ihm hier ist jetzt halt auch so langsam nicht Geduld erreicht. Ich könnte schon noch weitermachen. Aber ich denke halt vor allem auch, ihr wollt ja mehr sehen als nur immer jetzt. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele Parts. Ich habe mehr Parts aufgenommen. Aber dadurch, dass ich jetzt wieder drei zusammengefasst habe, sind es nicht so viele Parts mit ihm. Aber es muss halt trotzdem irgendwo nicht sein, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Es ist halt... Keine Münze, okay. Es ist halt, ja... Okay, sehr schön. Wir kriegen den Schlüssel, dann können wir noch gucken. Ich bin mit dem Tiersub, bin ich schon mal zufrieden. Es ist halt trotzdem schon nicht so einfach mit dem Blue Baby. Es ist halt trotzdem schon nicht so einfach. Oh, auch cooles Ding. Aber ich glaube, das hatten wir mit Blue Baby sogar auch schon mal und hatten wir auch jetzt nicht. Ich meine, kein Item ist jetzt das, was so ultra stark dann alles macht, ne? Das ist so das Problem. Aber das ist auf jeden Fall gegen Massen ist es schon mal gut. Keine Frage. Gar keine Frage. Okay, ja, hiervon würde ich mir ehrlich gesagt nichts kaufen wollen. Deswegen gehen wir dann, wenn wir hier das Geld haben, gehen wir einfach weiter. Nö? So machen wir's. Ich meine, die Box wäre... Aber die Box ist ja auch so... für 7 Münzen... Ja, könnte am Ende halt auch ein Schlüssel mit rauskommen und noch mehr. 7, ja, vielleicht die Box. Vielleicht die Box. Und dann, oh ja, auf jeden Fall die Box. Weil das ist ja das 7-Münzen-Item. Ja, klar, und dann kommen hier ja andere günstige Items. Ja, nee, die Box kaufen wir auf jeden Fall. Hab nichts gesagt. Hab gar nichts gesagt. So. Jetzt müssen wir aber erstmal überstehen, die Geschichte hier. Jetzt müssen wir erstmal die Geschichte hier überstehen, das ist klar. Ich muss halt vor allem aufpassen, nicht in irgendwelche Champion-Gegner reinzurennen. Das ist so ein Ding, ne? Das ist halt so ein Ding. Nicht in Champion-Gegner reinrennen und von denen treffen lassen, weil die halt einfach böse Schaden machen. Das muss ja nicht sein. Ja, vorsichtig vor Explosionen, wenn Gift in... Scheißdreck! Gift in der Nähe ist. Da würde ich in den Champion-Gegner reingelaufen, aber der ist mehr oder weniger in mir gespawnt. Das ist jetzt... Ich sag mal nicht... Es ist vermeidbar gewesen, aber nicht ganz so vermeidbar wie andere Fails von mir. Also mit dem kann ich... Den kann ich akzeptieren. Ich finde ihn nicht gut, aber ich kann ihn akzeptieren. Drücken wir es mal so aus. Scheiße war es natürlich trotzdem, keine Frage. So, jetzt haben wir genug Zeit, endlich mal hier unten aufzuräumen. Dankeschön.
Okay, noch ein paar Spinnen. So, haben wir gerade viel hier in der Vorbereitung? Ich kann eigentlich rüber in den Shop gehen und das Boxding holen, ne? Dann kann ich gucken, was als nächstes kommt. Ja, eigentlich können wir rübergehen. Eigentlich können wir rübergehen. Gibt keinen Grund, jetzt hier großartig sich noch aufzuhalten. Ja, und da ist da drunter nämlich ein Speed... Ja, und schaut euch das an, ne? Also eine Münze, ein Schlüssel, das macht schon mal Sinn. Ja, gut, The World macht jetzt nicht so viel Sinn. Was macht er hier? Was macht er hier? Ja, ist okay, kann man machen. Und was macht 404? Muss ich kurz nachgucken. 404 muss ich kurz nachgucken. Gives a different trinket effect per room, randomly choosing between any of the other available trinkets. Ja, okay, können wir mal lassen. Wird jetzt schon nicht gerade mir irgendwas komplett versauen. Aber will ich das Speed... Ja, doch, ich würde das Speed-Up schon wollen. Weil... Ja, doch. Ich würde das Speed-Up schon wollen. Würde ich schon mitnehmen. Okay. Wir sprengen mal kurz den Topf, weil wir es können. Dann können wir auch noch kurz ein paar Fliegen setzen. Und eine Spur für den Boss. Der Boss... Ja! War die falsche Taste. Entschuldigung. Der Boss dürfte in etwa hier meistens spawnen, dann dürfte er in der Brühe landen. Das ist eigentlich, was wir wollen. Der andere Boss könnte hier unten spawnen, aber wir lassen jetzt mal nur eine Spur. Dann gucken wir mal, was passiert. Perfekt. Genau, was ich wollte. Huch. Mit dem zweiten habe ich nicht gerechnet. Mit der zweiten Geschichte habe ich nicht gerechnet, dass da noch Spinnen hochkommen. Das war frech. Aber in Ordnung. Ah, der landet nicht da drin. Oh, die Fliegen sind kaputt. Rippfliegen. Take this. Oh, ich habe daneben geworfen. So, ich möchte auf jeden Fall gleich noch die Maschine sprengen. Yo, 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 yo. Yikes. Deswegen werde ich die Bombe jetzt da nicht ausnutzen. Aber jetzt haben wir auch den Kollegen hier weg. Gleich dann irgendwann. Come on. Dankeschön. So. Okay. Wie gesagt, ich will die Maschine sprengen. Vielleicht gibt es ja noch was Cooles. Ja, ja. Sehr gut. Perfekt. Genau, was wir wollten. So, dann Speed up und neues günstiges Item. Yes, Tears up. Okay, das wäre jetzt ein HP up. Wäre cool, aber wir haben kein Geld mehr. Und ich werde auch kein Geld mehr bekommen. Ich kann noch einen Geheimraum suchen. Eine Bombe könnte ich noch aufbrauchen. Mehr kriegen wir... Naja, wir kriegen vielleicht mehr, aber dann müsste ich die ganze Reihe wieder aufbrauchen. Das will ich eigentlich gar nicht. Wir gucken erstmal kurz hier unten hin. Ob da irgendwie blaue Dings sind oder so. Nee. Probieren wir einfach mal eine Möglichkeit des Geheimraums. Wäre hier. Ja. War ein Versuch. Hätte überall sein können. Okay. The World deckt mir nicht den Geheimraum auf. Nein, jetzt wäre es eh zu spät. Jetzt wäre es eh zu spät. Können wir später einsetzen. Okay. Gut. Dann Abflug. Eine Münze bräuchten wir für den nächsten Schlüssel. Die haben wir jetzt auch nicht bekommen, aber auch das ist in Ordnung. Haben wir hier noch irgendwas liegen lassen? Töpfe. Töpfe. Okay. Gut. Weiter. Tiersrate gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Tiersrate gefällt mir sehr gut. Okay, wir haben 2,5 Herzen. Das ist nicht viel für Curse of the Unknown.
Das ist jetzt auch nicht so viel besser. Wobei, das gibt ein halbes Herz dazu. Das gibt ein halbes Herz dazu. Ich habe nichts gesagt. Das ist okay. Wir bräuchten eine Münze für den Itemraum. Weil kaufen will ich hier... Okay, vielleicht kriegen wir eine Münze aus den Poops. Eine Münze. Und hier gäbe es dann blaue Herzen zum Kaufen. Da würde ich auf jeden Fall reingehen. Alles andere hier kaufen, bin ich nicht dafür. Aber diese... Die blauen Herzen hier würde ich mir holen. Komm, eine Münze. Ah, okay, wir kriegen den Itemraum erst später. Dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Dann bereiten wir jetzt mal ein bisschen vor. Gift hier hin. Normaler Poop ist irrelevant. So ein Ding kann hier hin. Fliegen kommen in irgendeine Ecke. Dass sie nicht so schnell kaputt gehen. Die Spur wie immer ungefähr hier. Dann haben wir Feuer. Ja. Würde ich jetzt erstmal lassen, so. Mal gucken, was passiert. Wird schon schief gehen. Ich darf mich halt nicht auf dieser Spur festhalten. Das ist der Fehler, den ich immer und immer und immer wieder mache, dass ich mich an diese verdammte Spur halte. So gut ich, so gern ich sie mag, ne? Ist klar. Die ist super cool, die Spur, aber... Nein! Wenn ich dadurch halt irgendwas riskiere, ist es richtig kacke. So, die Farbigen dürfen mich nicht erwischen. Champions wollte ich... Ich wollte Champions sagen. Ich möchte das eigentlich nicht mehr so nennen, weil das ist ein bisschen ungünstig. Wow! Das war close. Yikesy. Nein, ich habe ihn kaputt gemacht. Uah! Okay, ich weiß nicht, wie viel Energie ich noch habe. Ich habe nicht mehr viel Energie. Glaube ich. Ah, jetzt ist die Frage. An sich ist so viel Vorbereitung nicht mehr hier. Ich würde mir jetzt erst die blauen Herzen holen. Ich würde mir erst den Schlüssel holen und in den Itemraum gucken. Die Spur kriege ich wieder hin. Ich habe eine Spur auf Reserve. Ist mir gerade sicherer. Erstmal danach kaufen. Ach, ich hätte den Schlüssel auch da vorne holen können, siehst du? Nehmen wir den. Ist egal, welchen wir nehmen, aber es ist ja bestimmt. Ah, das ist die Skipping Tears. Ja. Oh, das ist. Oh, das macht den. Das lässt die zweimal splatten. Okay, das ist cool. Feier ich. So, jetzt laden wir auf zur Sicherheit, weil ich nicht weiß, wie viel ich noch hatte. Na? Und jetzt machen wir wieder ungefähr da, wo der Boss spawnen könnte, die Spur hin. So. Und dann geht's los. Ja, das war doch gar nicht mal so doof. Das Viech da unten kann gleich weg. Und er hier. Ich bin ein bisschen kritisch. Ich will eigentlich nicht so nah ran. Oh, da ist wieder so ein Viech, das muss erstmal weg. Schmeißt er mit Fliegen um sich! Spinnen. Nein! Mistvieh. Ich sehe die Spinnen durch meine ganzen Splatters nicht. Das ist ein bisschen gefährlich. Zum Glück gehen sie recht schnell kaputt. Aber ich komme so nicht an ihn ran. Okay, jetzt komme ich an ihn ran. Schön drauf. Nice. Okay, war Risiko, aber musste ich eingehen. So, und jetzt der Bosskampf für den Engelraum. Okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist sehr in Ordnung. Sehr angenehme Gegner. Sehr angenehme Gegner. Okay, jetzt muss ich bevor ich das blaue Herz einsammle, muss ich die Kerze nochmal nachschauen. Aber ich glaube, die Kerze war dieses Tiers ab, bis man getroffen wird, ne? Ich glaube, die Kerze ist nicht, was ich will. Ich glaube, die Kerze ist nicht, was ich will bei der Auswahl. Genau, gibt ein Tiers ab für jeden Raum, den man komplettiert, ohne Schaden zu nehmen. Was sofort wegnimmt,
sobald man Schaden nimmt. Kann ich knicken. Kann ich knicken. Dann nehme ich lieber das andere mit und krieg dafür schön Stat-Ups für blaue Herzen. Krieg erstmal ein erstes blaues Herz, dann krieg ich dieses. Oh, krieg ich noch eins. Krieg ich noch eins. Sehr schön. Und dann können wir hier auch mal versuchen zu sprengen. Yes! Für mehr Stat-Ups nämlich. So, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ah, nicht, dass ich zu nah dran stehe. Passt, aber kam kein blaues Herz raus. Okay, gut, passt. Alles in Ordnung. Alles gut. Alles gut. So. Jetzt gucken wir mal, ob die Kollegen mir noch Geld geben. Ob die Bock haben auf Geld für mich. Das war der falsche. Ich wollte... Ach, verfluchter Mist. Ah, ich wollte noch nicht kaputt machen. Ich wollte den hier machen. Da ist nämlich Feuer gewesen. Okay, gibt kein Geld. Ja, schade. War dumm. So, Holy kommt in die Reserve und wird hoffentlich jetzt nicht versehentlich von mir eingesetzt. Dann nehmen wir uns einen Schlüssel mit. Ne, wir haben schon Schlüssel. Alles gut, wir haben schon Schlüssel. Wo kommt der denn jetzt her? Weiß ich gar nicht. Und die zwei blauen Herzen. Schön. Stat-Ups. Nice. Okay, perfekt. Dann füllen wir wieder auf und gehen raus. Ist doch soweit recht in Ordnung, würde ich sagen. Ist doch soweit recht in Ordnung. Ist auch kein blauer Stein oder so. Weiter geht's. Okay, wie viele blaue Herzen haben wir jetzt? Wir müssten einige haben. Yes! Sehr schön. Sehr schön. Die jetzt nicht verlieren. Die jetzt nicht verlieren, dann ist alles okay. HP Up kommt dazu. Why not? Gerne. Und ein Steam Sale kommt dazu. Oh! Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt geht's aber ab hier. Ein Steam Sale. Sheesh. Und wenn ich was zum Sprengen hätte, was jetzt so noch nicht so schnell kommt, dann könnte ich hier ordentlich absahnen. Deswegen kaufe ich jetzt den Schlüssel hier noch nicht. Das sprengen wir nachher. Da sprengen wir nachher eine Runde. Okay. Dann gehen wir erstmal in den Kampf. Im Moment kann ich mir nichts kaufen, aber dann wird hier natürlich, dann geht's hier richtig los. Jetzt sind alle Items nur noch 7 Münzen. Wir können jetzt richtig den Shop immer wieder leer kaufen. Okay. Okay. Ich setze jetzt diesmal gleich mal die Spur, weil diesmal möchte ich schon den Raum komplett von Anfang an machen. Ich versuche die Spur jetzt auch so zu setzen, dass hier der Stein gleich trifft. Sollte da dann nachher die Spur irgendeinen Effekt bekommen. Soll ich den Holy Poop? Sollen wir auf Nummer sicher gehen und gleich hier eine heilige Spur draus machen? Dass wir die Nummer hier ordentlich durchbekommen? Könnten wir eigentlich machen, oder? Wir kriegen eh nochmal Holy Poop. Ist ein bisschen Overkill. Ist ein bisschen Overkill gleich. Aber warum Risiko eingehen? Ne? Warum Risiko eingehen? Let's go. Der Stein ist kaputt. Das ist nicht so gut. Ach, die Splats machen die Splats machen das Zeug kaputt. Ja, I see. Die Splats machen das kaputt. Ah, ja. Okay. Okay, habe ich nicht bedacht. Okay, ist... Der Splat-Effekt ist dann gar nicht so geil, weil er die Steine kaputt macht. Aber ansonsten ist er geil. Also, dann arbeite ich halt nicht mit den Poops. Wir sind mittlerweile recht gut beisammen. Wir müssen nicht mit den Poops arbeiten. Das ist okay. Das ist jetzt nicht ein großer Wermutstropfen. Das ist in Ordnung. Aber ja, das passiert natürlich. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Die Splats bleiben. Die Splats werden immer treffen. Das ist halt so. Aber damit kann ich leben. Guck mal, da liegt ein schwarzes Herz. Sehr geil. Für mich. Sehr gut. Schöne Sache. Ich komme gerade nicht auf meine Spur, aber ich brauche nicht auf meine Spur. Ne? Wir machen schön auch so Schaden. Sehr schön. Das nehmen wir gleich mit. So, und dann gehen wir in den Kampf. Du kannst dich gleich verziehen hier, Kollege. Wo kommt er raus? Da unten ist er. Ah, und ein Monstro auch noch. Ja, moin.
müssen trotzdem nicht so oft getroffen werden, unbedingt. Ach! Sehr schön. Nummer 1 ist weg. Und der andere auch. Perfekt. Gleich weiter. Engelkampf. Ach, schieß nicht quer, du Blöd. Oh, wow, 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 wow. Der ist... Oh, 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 oh. Vorsichtig. Schön vorsichtig, schön den Schaden nutzen, solange ich ihn habe. War mir nicht sicher, ob er allerdings... Ah, moin. Ich ärgere mich zwar über meine Treffer, aber bisher sind sie jetzt nicht so dramatisch für mich, muss ich sagen. Ich finde sie okay. Finde sie nicht gut, aber ich finde, es hätte schlimmer kommen können. Treffertechnisch. So, schwarze Herzen. Es ist jetzt anfangs eine Investition. Ne? Es ist jetzt anfangs eine Investition. Aber er droppt ja... Okay, droppt er auch rote Herzen, ist jetzt die Frage. Lasst mich mal ganz kurz den Kollegen nachgucken. Lasst mich mal ganz kurz den Kollegen nachgucken. Weil wenn der auch rote Herzen droppen kann und nicht nur blaue, dann ist es doof für mich. Dann würde der, dann ist er weniger wert. Also, Sweet Sufferwing. Has a chance to drop a Soul Heart or Black Heart. Nee, dann würde ich schon sagen, die Investition ist es wert. Ich hoffe, ich kriege die Herzen wieder zusammen, aber ich würde die Investition jetzt nehmen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich meine, dadurch habe ich jetzt keine Engelraumchance mehr. Ist mir bewusst. Na? Ist mir alles bewusst. Okay. Dann sprengen wir erstmal die Dudes in die Luft. Ah, nee, Quatsch. Die Dudes sprengen wir nicht in die Luft. Wir gehen hier rein. Tun uns zwei Schlüssel und gehen erstmal in den Itemraum. Da waren wir nämlich noch nicht. Ach, wir gehen erstmal hier in die Kiste. Yo! Justice können wir einfach einsetzen. Justice. Gibt nice Stuff. The World behalten wir noch. So. Bin ich dumm? Wir gehen in den Eintraum, war ich schon. Ist egal, wir haben Schlüssel. Ist in Ordnung, wir haben Schlüssel. Ich bin blöd. Alles gut, never mind. Ist in Ordnung. So. Ich bekomme jetzt nur keine Möglichkeit, die zu sprengen. Ich habe da jetzt nichts Brauchbares im Moment da oben. Und ich will die ganzen Fliegen jetzt nicht loswerden. Die Fliegen möchte ich gerne nutzen für die nächste Ebene. Also gibt es jetzt hier kein Geld aus denen. Aber den Meat Cube nehmen wir natürlich mit. Ja, 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 ja. Da kommen meine Herzen zurück. Yes! Yes, okay. Damit bin ich erstmal zufrieden. Nächsten Teil können wir im nächsten Shop kaufen. Die Spritze muss nicht sein. Die Spritze muss echt nicht sein. Okay, ich würde sagen, das ist in Ordnung. Ne? Ich würde sagen, wir sind hier ganz gut beisammen gewesen. Schlüssel haben wir, weiter geht's. Und ich habe meine Herzen zurück, die ich durch Sweet Sufferwing geopfert habe. Und da gehen es weiter zurück, die Herzen, sehr schön. Also sie kommen zurück. Passt. Den Steam Cell behalten wir ja. Also eigentlich alles cool. Ja, kann man ein paar Mal einsetzen. Weiß jetzt gar nicht, ist das... Sorgt das für Explosionen? Wow, nicht Spotify, wollte ich nicht anklicken. Sorgt das für Explosionen? Es tut mir leid, dass ich einfache Items immer wieder nachgucke, aber es ist... Please don't be mad. Mega Bean will freeze all enemies in the current room for a couple of seconds. Deal 5 damage and poison enemies in close approximately for spikes across the room direction you are facing. Oha, die macht mehr als ich dachte. Oha, die macht viel mehr als ich dachte. Oha. Can be used to open secret rooms. Okay, interessant. Interesting. Interesting. Habe ich noch gar nicht realisiert, was die so alles kann, so eine Bohne. Kann ich dann damit auch so Sachen kaputt machen, hier so... Muss ich gleich mal ausprobieren. Oha. Oha.
Also kann ich jetzt, wenn ich in die Richtung gucke und die Bohne einsetze... Ach, solche Dinger kommen da raus. Ah, okay. Ja, wenn die treffen, würden sie vielleicht machen. Ja, okay. War jetzt dumm, das einzusetzen. Nevermind. Gut. Hier würde ich fast eher rerollen. Und diesmal ist rerollen ja nicht, dass es wieder teurer wird, sondern... Es ist ja okay, ne? Es ist ja okay. Ich meine, ich könnte die Bohne öfter einsetzen mit dem Batterie-Dude. Ach komm, den nehmen wir mal mit. Okay, wir müssen das Geschenk kaufen, bevor wir den Satan-Kampf machen. Ganz wichtig. Geschenk kaufen vor dem Satan-Kampf. Das heißt, ich muss vor dem Satan-Kampf, bevor ich in den Satan-Kampf gehe, nochmal hier raus. Wenn ich jetzt also die Fliegen vorbereite, kann ich sie für den Satan-Kampf nicht nutzen. Aber es ist okay. Es ist in Ordnung. So, jetzt nutzen wir erstmal die Fliegen überall. Deswegen wollte ich die ja nicht hergeben, ne? So. Und nochmal fliegen. Schön hier vor die Tür, dass ich nicht versehentlich wieder rauslaufe. Oh Gott, das ist der schlimmste Fail gewesen, den ich... Falls ihr es nicht gesehen habt. Falls ihr es nicht gesehen habt, falls ihr euch die 1,5 Stunden Zusammenfassung nicht angeguckt habt. Ich habe in einem Run hier den Engelraum gehabt und ich wollte halt noch die Fliegen sammeln und bin versehentlich durch die Tür raus, weil ich zu schnell war. Und dann war der Engelraum natürlich weg. Das hat mir sehr weh getan. So, jetzt gucken wir mal. Oh, ja, okay, der zerstört auch die Pups natürlich. Ja, ist in Ordnung. Kann man mitleben. Oh, da liegt einfach am Billiport rum. Aber mein Random Trinket-Effekt finde ich im Moment attraktiver. Muss ich gestehen. Aber wo geht denn das immer hin? Geht das gezielt einfach irgendwo hin? Oder, also kann ich das steuern, wo das hingeht? Oder ist das einfach random? Ich glaube, es ist random. Oh, die Augen. Die Augen müssen ganz schnell weg. Drecksaugen. Ah, Mist. Ah, guck mal. Sweet Suffering hat jetzt schon geliefert. Sweet Suffering hat jetzt schon geliefert. Wie nice war das denn bitte? Das war nicht so nice. Nein, hör auf. Okay. Und ich habe natürlich das Batterie-Item auch gekauft, bevor sich irgendjemand wundert, was ich da für Blödsinn mache, ne? Ich habe das Batterie-Item natürlich auch gekauft, schon in Hinblick auf spätere Spacebar-Items, ne? Ist klar. Okay, jetzt habe ich gesagt, bevor wir in den Satan-Kampf gehen, muss ich mir, Kollege hier oben holen. Kollege Geschenk. PhD. Das gönne ich mir auch. Ich meine, es ist günstig. Why not? Full Health nützt mir jetzt nicht so viel, aber ist okay. Dann können wir eigentlich auch gerade mal jetzt rerollen über die Bomben und den Kollegen hier zurücksetzen. Und einfach die Bombe da hochpfeffern. So. Ah, den anderen hat es nicht gesprengt. What the... Will mein Geld zurück? Das war ja frech. Okay. So, und wie gesagt, das Geschenk müssen wir im Satan-Deal einsetzen. Dass ich ein Satan-Item kriege. Und zwar eins gratis. Der Geschäftsmann. So, jetzt erstmal hier Bossikampf. Aber es sollte alles laufen. Ich finde, wir sind recht gut beisammen, was meine Energie angeht. Ach, verflucht. Wenn ich mich natürlich von den kleinen Mistviechern noch treffen lasse, dann ist es mit dem Beisammen nichts mehr so schnell, aber kriegen wir hin. Das doppelte Blast Damage durch den Steineffekt, ne? Das ist halt echt cool. Das ist echt cool. Jetzt macht er jetzt, geht er. Wann geht er jetzt mit seinem Hintern hoch? Immer noch nicht. Jetzt geht er mit seinem Hintern hoch. So, mach dich weg.
Ah, nicht gereicht, aber gleich. Gleich macht er einen Abflug. Jetzt macht er einen Abflug. Zack. Oh nein, oh no, oh no, oh no. Aber es ist nur der eine, ne? Es ist nur der eine. Komm, keine zwei oder drei Stück von dem. Okay. Nur der eine, komme ich klar mit. Kommen wir sehr gut klar mit sogar. Alles easy. Alles easy, kein Drama. Muss nur ein bisschen aufpassen. Aua. So, tschüss. Macht er noch? Ist er noch? Kommt er noch raus? Keine Ahnung, wo er jetzt reingelaufen ist. Aber er meinte kurz zu stoppen. So. Puh. Bitte keinen Kampf, den könnte ich jetzt nicht gebrauchen. Okay. Von den Sachen, die hier sind, möchte ich nichts kaufen, aber ich möchte natürlich mein Dings einsetzen. Das ist klar. Das ist auch voll in Ordnung. Und vielleicht noch blaue Herzen. Na gut, keine blauen Herzen. Aber das ist ein Spaceball-Item, das ist voll okay in Kombination mit dem, was wir hier haben. Grandios. Jetzt muss ich nur kurz fragen. Das blaue Herz, was ich durch den Nagel bekomme, bleibt das oder geht das wieder weg? Weil dann würde ich es jetzt natürlich gleich mehrfach einsetzen. Each use of this item gibt 0,7 Damage up and the ability to destroy more stop tackles. Each use also gives plus 0,5 Black Hearts. Und das bleibt auch. Sehr gut. Sehr gut, 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 sehr gut. Sehr nice. Und man kann es nämlich auch noch stacken. Okay, es war früher mal ein ganzes Soul Heart, jetzt ist es nur noch ein halbes schwarzes. Aber das ist okay. Da ich jetzt keine Gegner mehr hier habe und hier eine Batterie rumliegt, kann ich es natürlich einsetzen, ne? Zack. Und hier. So. Prima. Okay. Haben wir irgendwo was, wo wir Sachen kaputt laufen wollen? Ich glaube nicht. Ich meine, ich kann die Full Health einfach einsetzen, so sie nützt mir halt einfach effektiv nichts bei roten Herzen. Na, was soll ich tun? Hui. Aber dann habe ich sie eingesetzt. Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Was habe ich auf der Reserve? Das Ding habe ich auf der Reserve. Aber wenn wir jetzt schon gute Pillen kaufen, wenn wir schon gute Pilleneffekte haben, könnten wir auch Pillen kaufen, ne? Also nehmen wir erstmal das noch mit. Ja, im Moment sind halt die Items hier attraktiver. Na, muss ich leider gestehen. Im Moment sind die Items attraktiver gewesen. Okay, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Da sieht es auch jetzt nicht aus, als ob ich was sprengen wollen könnte, wollen müsste oder so. Gut, Nagel gefällt mir. Zusammen mit dem Batterie-Item. Echt eine nette Geschichte. Schauen wir mal, in welche Richtung das noch weitergeht. Ja, dann kann ich hier nämlich gleich schön die ganzen Dinger kaputt laufen. Das ist in Ordnung. Dann können wir hier vorher aufräumen. Oh, Hilfe, ich habe mir mein Headset runtergerissen fast. Haben wir überhaupt Bild? Oh no. Ja, hi, Leute. Mensch. Ja, hi, der Kollege gerade hat ohne Bild aufgenommen. Jetzt ist Bild wieder da. Wir sind... Es tut mir leid, ihr seht leider den Anfang jetzt nicht. Außer ihr wollt euch das Hörbuch haben. Ah! Ich habe ohne Bild aufgenommen. Ich weiß nicht, warum das Bild nicht da war. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich das letzte Mal über den VLC-Player aufgenommen habe und jetzt hat es den... Ja, wahrscheinlich das. Okay. Ihr seht, wo wir sind. Wir haben einiges bekommen. Ach, Mann, das ärgert mich jetzt echt, weil es läuft gerade richtig gut. Wir haben den Nagel, wir haben Battery Boy, wir haben Steam Sale, wir haben den Pilz All Stats Up gehabt, wir haben Splash Damage und das in Kombination mit dem Stein, der so auf dem Boden aufprallt, was ordentlich für Splash sorgt. Wir haben das Engel-Item, dass wenn ich blaue Herzen einsammle, ich einen Stats Up bekomme. Wir haben PhD.
Und das meiste konnte ich mir eben kaufen, weil ich recht bald schon den Steam Sale bekommen habe. Der Steam Sale war in einem der Itemräume drin. Das war sehr gut. Und jetzt habe ich mir den Nagel aus dem Satan Deal bekommen, weil ich da ein Geschenk eingesetzt habe. Ja, da habe ich dieses Geschenk eingesetzt und dadurch kam der Nagel. Und in Kombination mit dem Batteriejungen, den wir haben, ist das natürlich eine coole Geschichte. Ja. Ich denke, soweit habe ich ganz gut zusammengefasst. Und ihr seht, wir sind auf Sheol-Ebene. Ja, ansonsten schaut an der Rand, was wir noch so für Items haben. Ich habe jetzt einfach ohne Bild aufgenommen. Ja, moin. Ohne Bild ist ja noch schlimmer als ohne Ton. Kann ich nicht mal nachsynchronisieren. Oh mein Gott, ey. So, gib mir das. Ja, das ist auch in Ordnung. Also ist jetzt nicht das beste Item, aber wenn wir eh nichts anderes haben, dann kann man es natürlich mitnehmen. So. Was haben wir hier so? Okay, hier gibt es blaue Herzen. Sehr wichtig und sehr richtig. Ach so, und was ich festgestellt habe, so wie ich das im Moment mache, ne, mit Nagel, ist das kleine Problemchen, dass so Sachen wie jetzt, wenn ich den Holy Poop setze über eine Spur, dann geht der relativ schnell kaputt, weil halt durch das Splash Damage geht das überall hin. Die Schüsse gehen einfach überall hin und dann machen sie das trotzdem kaputt. Also, solche Effekte kann ich gerade nicht so nutzen, deswegen setze ich die Poops gerade weniger ein. Na, was ich mache, es sind dann solche Geschichten, wie dass ich hier halt vorbereite. So, hier, zack. Das mache ich ein bisschen und ich setze halt mal jetzt fliegen wohin. So, zack, hier. Aber viel mehr mache ich jetzt auch nicht. Na? Ich setze jetzt den Nagel ein, dass wir hier schon mal aufräumen. Für den Fall der Fälle. Okay, nichts passiert. Und dann gehen wir in den Kampf. Alles gut. Gehen wir gleich schön in den Kampf. Achso, und ich habe auch noch Dings gekauft. Gibt's Gyms, also das Ding, dieses Gymsy-Viech hier, Sweet Suffering, wisst ihr schon. Habe ich auch gekauft für 3 Herzen im Devil Deal. Hat sich schon bewährt gemacht. Hat sich schon bewährt gemacht. Ich habe erst überlegt, ob es die Investition wert ist, aber es hat sich schon bewährt gemacht. Ja, ich glaube, ich habe es soweit jetzt ganz gut zusammengefasst. Tut mir echt leid, dass es ohne Bild war. Ich lade es dann so hoch und sage halt hier, der erste Teil ist Hörbuch und ab 30 Minuten gibt es dann Ton. Bild. So eine Scheiße, echt. So eine hier. Sweet Suffering läuft. Macht sich bewährt. Sehr schöne Geschichte. Weiter im Programm. Gleich weiter im Programm. Immer durch, immer drauf. Und durch Steam Sale kriegen wir jetzt halt richtig günstig blaue Herzen. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall, wenn der Shop was... Wenn der Satan Deal jetzt was Brauchbares hat, kann ich auf jeden Fall kaufen. Weil ich krieg einfach die blauen Herzen zusammen. Ein Herz kostet 3 Münzen. Das heißt, wir brauchen 30 Münzen für volle Herzen. Wie viel? 6 Reihen hat's, ne? 6 Reihen. Also 12 mal 3. Ja, gut, fast 30. Ich dachte, es hat 5 Reihen. Okay, es sind 6 Reihen. Ist also 6 mal 2. Also 12 mal 3 ist dann 36. Also gut, wir bräuchten 36 Münzen für volle Herzen. Ich wollte ja nur sagen, solange wir genug Geld haben, können wir uns problemlos die Items im Satan-Deal holen, wenn sie gut sind. Das war, was ich sagen wollte. Ja, moin. Das war alles, was ich sagen wollte. So. Da haben wir es auch schon. Gehen wir rein. Für den Fall, dass mir hier gleich ein Viech entgegenkommt, setze ich den Nagel jetzt noch nicht ein. Will den Nagel sowieso dann im Shop einsetzen, um da aufzuräumen. Okay, mir kommt kein Viech entgegen. Aber ich habe jetzt hier auch nichts, was ich kaufen will. Insofern gehen wir einfach wieder raus. So, genau. Hier will ich den Nagel einsetzen. Und schön aufräumen. Ach, die mache ich so nicht kaputt. Okay, aber ich wollte auch hier hinten in die Kisten rein. Okay. Das nehmen wir dann doch eher mit. Bisher hatte ich nur dieses 4x4 Trinket. Das ist cool, aber verglichen damit ist es dann besser. Da kriege ich mehr Münzen zusammen. Das ist in Ordnung. So. Dann kaufen wir jetzt erstmal den Kollegen hier. Dann kriegen wir den Item, den Geheimraum immer. Der öffnet den sogar.
Oh nee, oh nee, oh nee, 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 nee. Das fangen wir jetzt nicht an. Das fangen wir jetzt nicht an. Mit dem D6 fangen wir jetzt nicht an. Der Nagel ist mein Item. Der Nagel ist mein Spacebar-Item. Wir lassen das hier. Wir lassen das hier, so wie es ist. Bleibt alles, wie es ist. Da wird sich nichts dran rütteln. Jetzt machen wir noch voll. Jetzt machen wir noch voll. Das ist okay. Das ist okay. So. Gut, den Rest macht der Nagel nachher voll. Okay, Schlüssel haben wir. Weiter geht's. Itemraum noch gucken. Perfekt. Ja, okay. Würde ich aber dann erst in der nächsten Ebene einsetzen. Na, dann können wir es gleich nutzen. Beziehungsweise hier können wir es gleich mal einsetzen. Dann können wir hier noch aufräumen. Vielleicht ist hier noch was Brauchbares. Nope, nichts Brauchbares. Na gut, ist in Ordnung. So. Ach, hier hätte ich noch. Ja, okay. Egal. Ist jetzt kein blauer Stein dabei, ne? Nee. Gut, passt. Abflug. Ich will's ja nicht verschreien. Ich will's ja nicht verschreien, aber ich bin guter Dinge. Ich bin wirklich guter Dinge. Ich meine, so viel Energie, wie wir haben, habe ich schon eigentlich Hoffnung, dass das hier nicht jetzt in der Katastrophe endet, wie jedes Mal. Fliegen-Dings will ich... Ich würd hier nachher ein bisschen rerollen erstmal, glaube ich. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Kampf. Jetzt gehen wir erstmal in den Kampf. Und gucken, was passiert. Vielleicht versaue ich es ja auch noch. Ist ja alles möglich. Bin ja immer noch ich, der spielt. Aber ich denke, wir machen so schnell die Gegner weg. Wir dürfen hier nicht zu schnell zu viel Probleme bekommen. So, jetzt ist der Nagel aktiv. Ab hier gibt es das Damage ab. Okay, ich werde ein paar Mal von fiesen Sachen getroffen, aber damit muss ich halt umgehen können. Der Nagel macht übrigens, wie es nicht mehr... Früher war es so, der Nagel hat ein ganzes Soul Heart gegeben, jetzt gibt er nur noch ein halbes schwarzes Herz. Aber es ist in Ordnung, es gibt Schlimmeres. Die Viecher dürfen mich nicht treffen, die machen böse Schaden, das will ich nicht. Okay, das war schon die Geschichte. Wir können eigentlich erstmal hochgehen. Wir können eigentlich erstmal hochgehen. Ich habe hier nichts vorbereitet, ich kann hier nichts nutzen. Wir können eigentlich erstmal ganz normal hochgehen, ne? Das ist in Ordnung. Okay, gehen wir ganz normal hoch. Ach so, nee, ich bin jetzt in meiner Dämonenform. Ich bin dumm. Ich würde den Schaden zurücksetzen. Wir gehen natürlich nicht hoch. Ich habe nachgedacht. Sorry, ich habe nachgedacht. Alles gut. Don't hate. Ich hab nachgedacht. Wir gehen natürlich nicht hoch. So. Jetzt ist allerdings die Überlegung, Satan-Deal technisch, wir haben jetzt bisher keine blauen Herzen da oben gesehen. Also, da müsste ich mir jetzt gut überlegen, ob ich mir was kaufen will. Ich glaube, das Einzige, was ich kaufen würde, wären so Sachen wie Sensen. Die Sensen würde ich, glaube ich, sofort holen. Oder so Damage, so ein krasses Damage-Up. Aber ich glaube, es müsste schon wirklich ein gutes Item sein, dass ich jetzt da nochmal reingehe und was kaufe. Okay, Mom, lass deine Pfötchen, wo sie sind, bitte. Dankeschön für dein Verständnis. So, was kriegen wir? Okay, das muss ich mir ganz kurz angucken. Was ist denn das? Ist das Dings? Ist das Dings? Nee, oder? Gibt's das auch im Satan-Deal? Gibt's die? Nee, nee, nee. Ich dachte Birthright. Nee, nee, nee. Okay, ist was anderes. Warte, ich gebe Devil ein. Dann werde ich sehen, was es ist. Sagt mir nämlich gerade echt gar nichts. Sieht aus wie irgend so eine Unterschrift-Dings, so ein Vertrag, aber Pakt ist es nicht. Pakt ist dieses Blutding unten. Wo ist denn das? Ah ja, es ist ein Afterbirth-Plus-Item und heißt Death's List. Upon entering a room, a Skull appears. Ach, das Ding! Ja, das nützt mir nichts mehr. Nee, das nützt mir nichts mehr. Ist in Ordnung, dann gibt's hier nichts zu kaufen. Dann gibt's hier nichts zu kaufen. War ein Versuch. Ist okay. Hier gibt's nichts zu kaufen. So. Jetzt wäre es natürlich cool, noch so ein Feuerviech zu haben.
Was haben wir denn da auf Hold? Kein Feuer, ne? Ne, da haben wir den Gift-Typ auf Hold. Ich brauch so ein Feuerding. Weil mit einer Bombe komme ich hier auch nicht weit. Da kommt leider kein Feuerwehr. Es kommen aber ein paar Bomben. Das ist auch in Ordnung. Ich schau mal, dass ich möglichst viel vielleicht gesprengt bekomme. Kann ich vielleicht so irgendwie dafür sorgen, dass ein bisschen mehr gesprengt wird? Da kommt Feuer. Okay, alles gut. Es kommt Feuer. Ja, wow. Okay. Aber weil Feuer kommt, ist es okay. Sprengen wir kurz hier oben. Das war nicht, was ich wollte. Jetzt kommt Feuer. So, jetzt geht's los. Hui, 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 hui. Oh. Ups. Ich hab das jetzt echt nicht bedacht, dass da oben noch das Gas ist. Das war ein bisschen dumm. Das war ein bisschen dumm. Wenn ich nachher mit einem halben Herz zu wenig hier drauf gehe, ist das die Schuld gewesen. Ich will es nur kurz betonen. Wenn das jetzt schief geht, war es dieser Fehler. Okay. Aber never mind. So. Nun. Ich will jetzt aber eigentlich auch nicht den Nagel einsetzen. Auch da bin ich mal wieder ganz ehrlich, das will ich gerade eigentlich tatsächlich nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier hoch und rerollen und gucken, was rauskommt. Okay, HP ab für 7. Kaufe ich sofort. Ist das jetzt sinnvoll, die Batterie nochmal zu holen? Ich weiß es nicht. Aber ich will auch wissen, was drunter ist. Ich glaube, falsch ist es nicht. Nee, das, was drunter ist, möchte ich nicht kaufen. Danke. Ah, da wir Pillendings haben, könnte ich es mir eigentlich vorstellen. Braucht man nicht. Kann man einsetzen. Einfach einsetzen. Coole Sache. Dann haben wir die schon mal dabei. Invested? Range Up können wir auch einfach einsetzen. Und ein Tears Up. Sehr nice. Jetzt kommen natürlich hier mehr Sachen raus. Oh, Lamp of Coal können wir auch mitnehmen. Das HP brauchen wir gar nicht mehr. Können wir rerollen als weitergehend. Rerollen. Ah, die Autobatterie. Ich hätte gern lieber sowas wie... Ich glaube, die K-Batterie ist doch irgendwie... das aktiviert sich zweimal. Ja, 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 ja. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Habe ich irgendwas dabei, was Luck Up sinnvoll macht? Ich hatte vorhin irgendwas gelesen. Ich glaube, ja, 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 doch. Sweet Suffering ist mit Luck Up. Also es ist mit Luck zusammenhängt. Ist mit zu ja, dann machen wir das. So, ist okay. Abflug. Ich bin voll aufgeladen. Ich bin voll. Ich bin richtig voll. Jetzt kommen jetzt hier. Ach, wir haben ja noch den Linksraum haben wir auch noch. Ja, moin. Den haben wir auch noch. Ja, ist okay. Oh nein, ich kann sie nicht einsammeln. Ich kann sie nicht einsammeln, weil ich voll bin. Aber ich würde dadurch die Stat-Ups bekommen. Komm, treff mich. Hey, so nämlich. Dann lassen wir uns nochmal treffen. Und kriegen nochmal Stat-Up. So nämlich. Sehr schön, okay. Gut. Dann würde ich sagen... Ich sehe, was da ist. Das Problem ist, ich komme nicht ran. Doch, ich komme ran. Ich habe nichts gesagt. Ich komme ran, ich komme ran, ich komme ran, ich komme ran. Ich muss nur gut treffen. Oh, gut, dass wir noch einen Schlüssel haben. Okay. Okay, wir sprengen uns nochmal. Wir sprengen uns nochmal. Gar kein Problem. Achtung. Boom. Sehr schön. Das war doch in Ordnung. Ne? Jetzt wirklich hier die Fliegen noch mitnehmen. Und dann Abflug. Und dann Abflug. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier unten laufen wird. Moin. Also daran sehen wir schon mal, wir machen schön Schaden. Richtig schön Schaden machen wir. Richtig, richtig schön Schaden. Noch ein Luck-Up. Nice. Und Abflug.
Guck mal, ich mache hier schon mal eine Spur für mich. Und jetzt geht's ab. Oh, ich sehe da was. Oh, ist schon kaputt. Schade. Aber ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Dachte, ich kann es ein bisschen länger nutzen. Aber das hat nicht funktioniert. Es ist so schade, dass es jetzt genau der ran wird, den ich am Anfang nicht aufgenommen habe. Es ist so zum Kotzen. Aber es passt. Es passt zu der gesamten Blue-Baby-Geschichte. Echt, es passt einfach viel zu gut dazu. Sag mal, treffen mich die Münzen überhaupt? Oder bin ich unverwundbar wegen... Okay, nein, alles gut. Die treffen mich. Dann hat's nur mit der Cube abgefangen. Ich dachte vielleicht wegen... ich kann ja auch... Ich bin ja als... In der Demon-Form bin ich ja auch Stompy. So, ich kann durch Steine durchlaufen und so Zeug. Ich dachte, vielleicht ist das auch noch zusätzlich ein Ding. Aber ist es nicht. Es fängt einfach nur der Cube ab. Ja, der Cube fängt es ab. Alles gut. Nichts gesagt. Wenn er mal hier runterkommen würde, könnte ich ja meinen Damage nutzen. Aber so kann ich den nicht nutzen. Weiß der wahrscheinlich. Deswegen kommt der auch nicht. So, mehr Spuren. Aua. Aber es läuft. Ich mache mir gerade echt keine Sorgen, muss ich ganz ehrlich sein. Ich mache mir gerade echt keine Sorgen. Tanken eigentlich alles recht gut weg, einfach. Ja, wir tanken es einfach weg. Hätten wir das nicht schon eher haben können? Hätten wir das nicht schon eher haben können? Oh Mann! Das war von Anfang an ein geiler One und ja, ich habe die Hälfte nicht aufgenommen. Es war von Anfang an ein großartiger One. Ey, es ist zum... Mann. Mich aufregen. Obwohl ich gewonnen habe, könnte ich mich aufregen, weil einfach dieser dumme Aufnahme-Fail jetzt wieder da ist. Nicht wahr einfach. Naja, was soll's. So, hier kriegst du alles. Zack und Abflug. Menschenskinder. Jetzt habt ihr 20 Minuten Bild von 50 Minuten ran. Ey, ich könnte kotzen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.